Ja, alles gut. Alles gut. Alles klar. Dankeschön. Vielen Dank. Es ist, man ist ja, man blickt ihr natürlich, es ist furchtbar, die Situation, also man blickt irgendeiner überhaupt noch durch, da irgendwo, jahrelang hieß es, wir sind die Besten, wir sind die Vorbilder, wir sind die Streber. Und jetzt, ein Klopperskandal jagt den Nächsten, nur um uns eine kleine mentale Verschnaufpause zu gönnen in der Flüchtlingskrise. Na, da fahren wir alles auf. Erstes Deutschen, liebstes Kind, Saudo, nicht Saudo. Kaum fordert Obama seine Umweltbehörde auf, strenger zu sein, da sagen seine Beamten, okay, wir hätten da was zu Volkswagen. Und dann umstellen die mit ihren Monster-Pickups, 7 Liter Hubraum, 450 PS, einen kleinen VW Jetta und sagen, hands up. Nein, ey, waren die blöd? Aber jetzt mal ganz ehrlich, waren die blöd von VW? Machen die mal eben bandenmäßigen Betrug und denken, oh, fällt nicht auf. Die haben sich gesagt, was soll's, die Politik steht hinter uns, da können wir mal eben die Kunden bescheißen, auf die Umwelt scheißen wir sowieso, wir bescheißen die Behörden, macht aber nichts, weil wir sichern Arbeitsplätze. Und dann, welche Überraschung, war der Chef weg, der Winterkorn. Na, man kennt den Spruch, im Spätherbst steht im Winter noch der Korn, ist er halt vergessen worden. Und zack, zack war er weg. Und zack. Und patsch, patsch war er fort und der Piech feiert jetzt Erntedank. Na, aber aufgeräumt wird jetzt noch. Doch, doch, hat der Neue gesagt, der Müller, ein ganz Neutraler, kommt von Porsche, hat also mit VW nichts zu tun. Und der zeigt jetzt aber, wo es lang geht. Hat gesagt, wir kehren die Treppe von oben. Ja, haben wir als Kinder einmal so gemacht, ne? Wenn es am Wochenende hieß, Treppe kehren, und dann haben wir oben angefangen, am Speicher, dann runter bis zur Kellertüre, Kellertüre auf, alles rein. Da sieht's keiner, weil wir wollten ja raus zum Spielen. Fußball natürlich, der nächste Klopper. Was für eine Überraschung. Der DFB soll die Fußball-WM, also bei uns, also das dann nicht alles ganz sauber, mal ehrlich, wer hat das ernsthaft geglaubt? Wir waren die Einzigen, die eine saubere Fußball-WM in diesem korrupten Stadel gemacht. Deshalb hieß unsere WM schon damals Sommermärchen. Das Drehbuch schrieben die Gebrüder Grimm. Und knapp 7 Millionen Euro für eine Eröffnungsgala, da konnte man 10 Jahre später schon draufkommen, dass die komischerweise nie stattgefunden hat. Also bitte, ich meine, die FIFA musste auch 3-mal nach Katar reisen, um dann festzustellen, dass es irgendwie im Sommer in der Wüste schon noch einmal heiß wird, ne? Und jetzt sind unsere Saubermänner unter Verdacht. Blöd, dass der Hauptgeldgeber, dieser Dreyfus von Adidas, dass der nimmer lebt. Nein, ein Glück, sagen die Funktionäre, er kann nimmer reden. Und der hat das Schwarzgeld dann dummerweise gewaschen zurückgefordert, weil er es gebraucht hat, um damit die Spielsucht von Uli Hoeneß zu finanzieren. Damit keiner auf die Idee kommen könnte, es könnten ja vielleicht Handgelder für manchen Spieler vom FC Bayern dabei gewesen, die dann womöglich in die dritte Liga zwangsabsteigen. Nein, kann nicht sein, weil im Aufsichtsrat des FC Bayern sitzt wer? Der Winterkorn. Also alles sauber. Überhaupt nichts dran, sagt auch Wolfgang Niersbach, der zukünftige ehemalige DFB-Präsident. Ja gut, sagt natürlich Franz Beckenbauer. Und wenn der ja gut sagt, dann ist alles. Deshalb ist der Hoeneß wahrscheinlich auch Freigänger, weil seine Zelle im Knast Jobsharing machen muss. Ne? Nachts der Hoeneß, tagsüber Beckenbauer und Niersbach. Also ist wirklich. Und diese ganzen Aufreger, ne, dienen nur der Ablenkung, damit wir uns nicht damit beschäftigen müssen, was die wirklichen Aufreger sind. Europa umzäunt sich. Die Kanzlerin hofiert Erdogan, den Döner Putin und der Menschenrechtsverächter Orban, dem Gulasch Putin, dem wird von der CSU der rote Teppich ausgerollt. Das ist, weil er die Außengrenzen Europas schützt mit Stacheldraht. Da lachen unsere Rechten im Osten. Pegida, die von Pegida, die Interessengemeinschaft zur Verblödung des Abendlandes. Okay. Die haben sich jetzt ja aufgespalten, ne? In die Ganzrechten und in die Halbrechten. Das kennt man vom Wintersport. Mob Deutschland 1 und Mob Deutschland 2. Und die Vorgruppe von Pegida, die AfD, hat sich auch gespalten. Die Ganzrechten, ne? Um diese komische Frau, Frauke Petri, mit dem neuen Parteigruß, Petri Heil. Und die, denen es nur ums Geld geht, die Fiskalrechten, die gemeint haben, Mut zur Lücke. Die heißen jetzt Alpha. Das hat mich so, darf man einfach so sagen, bei uns, Alpha, also wo ist das Urheberrecht, Alpha,
Mamma Mia, das steht für sinnlich-erotische Automobilkunst und nicht für ein Sammelbecken verhaltensgestörter Professoren. Aber unsere Politiker haben sich am Anfang ja noch gesagt, nein, mit denen, die da langlaufen, mit den ganzen, mit denen muss man sich auch unterhalten und den Dialog suchen bei den Demos, weil sie sind ja nur Mitläufer. Weil Mitläufer noch nie Unheil über dieses Land gebracht haben. Die besorgten Bürger, das ist mein Lieblingswort des Jahres, besorgte Bürger, das sind die, vor denen wir wirklich Angst haben müssen. Die, die ihre Sarrazin-Bibel auf dem Nachttisch liegen haben und vorm Einschlafen die Hände unter die Decke legen, weil sonst der Arm immer so nach oben zuckt. Und haben, los ging es ja vor einem Jahr mit den Abendspaziergängen in Dresden, Angst vor dem Islam. Ich habe da schon gesagt, was für tolle Argumente. Ich möchte nicht, dass meine Enkelin nur noch mit der Burka in den Kindergarten gehen darf. Jetzt, wo sogar der Playboy seine Nackten nur noch verhüllt zeigt. Das sind die Anfänge. Mein Lieblingsargument ist nach wie vor, wenn das mit der Islamisierung rund um Dresden so weitergeht, dann wird bei uns bald kein anständiges Deutsch mehr gesprochen. Gaga, wo du hinschaust. Es ist nur, wo du hinschaust. Alles. Gaga, ich spüre eine gewisse Verzweiflung. Ich ja. hatte, du hast jetzt die ganze. Habe ich einmal das Wort Merkel gehört? Nein, nein. Ich hast du dich schon verabschiedet innerlich? Ja, ich meine, sie hat ja nun einmal, also einmal in ihrer einmal einen vernünftigen Satz gesagt. Ja, ist ja rausgerutscht. Ist ja rausgerutscht. Hat sie sich mal auf die christlichen Grundwerte ihrer Partei doch mal besonnen. Und dann sagt die, 10 Jahre lang habe ich mich an diesem Führungsvakuum abgearbeitet. Und dann sagt sie einmal was halbwegs, dann wird die aus den eigenen Reihen sowas, jetzt muss ich sie das ist bitter. Verteidigen. Das ist schon hart am Borderline-Syndrom. Ne? Aber mich schreiben schon CDU-Ortsverbände an, die CSU. Sagen Sie mal, Priol, Sie haben doch immer so schön auf die Kanzlerin drauf gekloppt. Könnte mir Sie zu unserer nächsten Regionalkonferenz einladen? So weit ist schon. Ist schon die gekommen. Wirklich am liebsten in so einem roten Gummiboot im Mittelmeer aussetzen. Ja, Merkel, manchen hat man den Eindruck. Aber die Stimmung dreht ja so ein bisschen. Bild-Zeitung war so schön. Auf Seite 2, der große Aufmacher. So knallhart lässt Angela Merkel abschieben. Ja, natürlich. Die will das doch mit der Transall. Die will doch diese ganzen Flüchtlinge in den Transall hinten reinschieben. Also so wie sie beim Erdogan jetzt gerade. Das schiebt die Flüchtlinge in die Transall rein. Und dann werden die über die, so wie so eine Art Rosinenbomber, werden die dann quasi wieder ins Ausland befördert, oder? Ja, es ist völlig für die Flüchtlinge ist es gut, wenn die mit Transall marschieren, weil die fliegen ja nicht. Also von daher unsere Verteidigungsministerin hat auch gesagt, also Uschi von der Leyen, ne? Ja. Dr. No, Doktor hat also auch gesagt, wir müssen aufpassen, es könnte also richtig und wichtig, aber Schwierigkeiten. Ja, aber wie gesagt, die hat ja gesagt, wir schaffen das. Merkel hat ja immer gesagt, wir schaffen. Und jetzt mittlerweile ist es so klein, jetzt ist sie wieder bei der Raute. Und dann sagt, ne, nur der Flüchtling, der hier durch kann, der kommt auch rein. Ja, ja. Also es wird das schon ist, wieder eng. Aber damit hat sie ja den Seehofer auf die Palme gebracht. Den Seehofer? Mit dieser, ja, das ist eine unglaublich, das kann man so nicht stehen lassen, das geht nicht. Sie hat den Geist aus der Flasche gelassen, sie hat die Flasche entstöpselt und jetzt kriegen wir sie nicht mehr zu. Und das sagt ein CSU-Mann. Ja. Also ich meine, haben die schon mal eine Flasche wieder zugestöpselt, die noch nicht so ganz leer ist? Nehmen wir eine Magnum-Flasche, aber egal. Die sind alle dran. Wir haben ja auch noch den Söder. Ach, der Markus. Der Markus Söder. Der Markus Söder. Der ist ja auch, der ist ja im Prinzip auch so eine Art, weil wenn man über Angela Merkel sagt, wir schaffen das, ist so eine Art, also Bob die Baumeisterin. Ja, er ist ja so Zaunbaumeister. Also Zaunkönig. Zaunkönig, nee, genau. Das hat Grundrecht auf Asyl. Ja, kann man auch schaffen. Weg brauchen wir nicht. Ne? Und Zäune. Ganz Europa Zäune. Ja. Wir brauchen Zäune. Da haben viele gesagt, das sieht doch scheiße aus. Wir können auch lebende Zäune. Was? Ja, was sind denn lebende Zäune? Zäune. Vollpfosten. Vollpfosten. Und da steht der Söder vorne weg. Weil er hat ja gewarnt. Er hat gesagt, also zu viele Flüchtlinge, das bringt die kulturelle Statik, ne? Die kulturelle Statik eines Landes durcheinander. Was ist denn die kulturelle Statik eines Landes? Das weiß ich nicht, aber jedes Mal, wenn der Söder was sagt, bringt es meine kulturelle Statik durcheinander, weil mir immer die Kinnlade runterfällt. Ja, aber wenn dir da schon die Kinnlade runterfällt, was ist denn da mit dem Scheuer? Beim Scheuer. Und dann nicht mit dem jetzt auch noch alles. Söder und Scheuer. Bei denen habe ich manchmal den Eindruck, die sind beide nur versuchsweise zur Welt gekommen. Halt. Ja. Moment. Und da habe ich den Dobrindt noch nicht mitgerechnet. Yeah. Obermann Priol, meine Freunde. Obermann Priol.